Ich selber, ich will einfach nur noch gesund werden. Zurück zu einem neuen Vlog. Ich habe eben 2 Stunden wieder so ein bisschen gelernt. Ich bin jetzt, glaube ich, wieder drin und hoffe, dass ich jetzt die nächste Zeit viel wieder aufholen kann, weil ich habe euch ja im letzten Vlog erzählt, dass ja so ein bisschen was auf der Strecke geblieben ist jetzt im November und jetzt muss ich wieder Gas geben. Ich wollte mir jetzt was zu essen machen und ich dachte mir, ich nehme euch einfach mal mit. Und zwar mache ich mir Nudeln. Hauptsache, ich trage einen Pizzaschrott und mache mir jetzt Nudeln. Und zwar mache ich mir One-Pot-Nudeln. Das mache ich in letzter Zeit ganz gerne, weil es geht super schnell und einfach. Und man hat halt dann auch einen Topf weniger, den man spülen muss. Und ich zeige euch einfach mal, wie ich das mache. Ich nehme mal dafür so ein bisschen Gemüsebrühe. Rühre das in so ein Glas Wasser ein. Ich nehme immer ungefähr so 1,5 von diesen Gläsern. Mache das einfach in so eine Pfanne. Keine Sorge, wenn da so ein bisschen Klümpchen drin sind, die gehen später weg, wenn das dann nochmal aufgekocht wird. So, dann mache ich immer noch so einen Schuss Sahne rein. Und dann mache ich Tomatenmark rein. Ich mache das alles einfach so nach Augenmaß. Ihr könnt natürlich auch einfach passierte Tomaten nehmen. Ich mag das ganz gerne einfach so in der Kombi, weil dann muss ich nicht extra eine Packung passierte Tomaten aufmachen, weil das ist meistens zu viel für mich als einzelne Person, sage ich mal. So, Tomatenmark habe ich halt immer im Kühlschrank. Das hält sich ja auch sehr lange und dann ist das immer ein bisschen einfacher. Und das verrühre ich jetzt und dann mache ich das immer so, dass ich so ein bisschen noch würze. Also ein bisschen Knoblauchsalz, bisschen Paprika, bisschen Pfeffer, immer noch ein bisschen Zucker rein. Und dann lasse ich das Ganze einmal aufkochen, damit sich alles schön auflöst. Ich bin übrigens kein Profikoch hier. Das ist alles ein bisschen improvisiert. Ich habe das letztens mal gemacht, aber das war richtig lecker. So, und dann lasse ich das Ganze aufkochen und gebe dann einfach die Nudeln direkt in die Soße. Und wichtig dabei ist einfach nur, dass die Nudeln einmal komplett mit Soße bedeckt sind. Also man nimmt dann sozusagen weniger Wasser, als man normalerweise so nehmen würde, wenn man Nudeln kocht. Ich habe jetzt hier so ein bisschen zu wenig. Ich mache jetzt mal ein bisschen was rein. Also so sieht das dann aus. Mache ich jetzt den Deckel drauf und lasse das jetzt eine Weile kurz köcheln. Also einfach die Nudeln so kochen, wie ihr die normalerweise auch kochen würdet, nur dass ihr sie direkt in der Soße schon kocht. Und es schmeckt dann auch irgendwie noch viel intensiver, weil die Nudeln sich halt mit dieser Soße direkt vollsaugen. Und so sieht das dann aus, wenn die Nudeln die ganze Soße aufgesaugt haben. Ich habe jetzt diesmal ein bisschen zu wenig Soße. Das letzte Mal hatte ich noch so ein bisschen was über. Das mag ich mal ganz gerne, weil man kann nie genug Soße haben. Und ich habe jetzt noch so ein paar Cherry-Tomaten reingemacht. Und so sieht das jetzt aus. Eine große Portion Nudeln. Und ist richtig geil, wenn man dann noch Parmesan untermischt. Aber den hatte ich leider jetzt nicht da. Das ist auf jeden Fall mega easy. War nett. So, ich fange jetzt an, mich für den Tag fertig zu machen, weil für mich geht es später aufs Mariah Carey Konzert. Und da freue ich mich schon drauf. Ich habe eben ganz kurz mit einer Zuschauerin auf Instagram geschrieben. Die hatte mich angeschrieben und gemeint, dass sie auch an meiner Hochschule studiert. Und meinte, dass ich ihr gerne schreiben kann, wenn ich irgendwie Frage oder so habe. Dann habe ich kurz mit ihr geschrieben. Und das war richtig hilfreich. Also sie hat mir dann auch nochmal so gesagt, wie die Klausuren sind und was wichtig ist, worauf ich gleich achten kann. Und das hat mir jetzt so ein bisschen die Angst davor genommen. Also falls du das siehst, danke an dich, Bianca. Sie meinte jetzt nämlich bereits ihren Master an der Hochschule. Und da ist es ja mega gut, dass sie mir so ein bisschen von ihren Erfahrungen da erzählen konnte, weil ich ja noch gar nicht mit irgendwelchen anderen Studierenden da sprechen konnte. Ich habe mir das schon vorher gedacht, aber durch ihre Antworten bin ich jetzt nochmal mehr davon überzeugt, dass ich einfach alles viel zu ausführlich lerne. Das war mir irgendwie schon vorher bewusst, aber ich weiß nicht, ich glaube, ich werde jetzt erstmal so weitermachen, weil es gibt mir dann einfach ein sichereres Gefühl.
Aber in Zukunft werde ich das dann auch alles ein bisschen besser einschätzen können, wenn ich dann die ersten Klausuren hinter mir habe und ich dann auch ein bisschen mehr weiß, so, ja, worauf die Dozenten Wert legen. Weil ich habe es jetzt zum Beispiel bisher auch nicht geschafft, zu irgendwelchen Präsenzphasen zu gehen. Weil bei der ersten Präsenzphase hatte ich keine Zeit, bei der anderen lag ich im Krankenhaus und die dritte Präsenzphase ist dann Ende Januar und da versuche ich dann hinzugehen. Da hat sie mir auch selbst nochmal geschrieben, dass das ganz gut ist, wenn man da hingeht, weil da nochmal die Dozenten alles ein bisschen ja, nochmal genauer einordnen, was wichtig ist und worauf sie Wert legen. Und da werde ich dann versuchen, dann auch hinzugehen. Ich hoffe, es klappt, weil mir davor noch die Weisheitszähne gezogen werden. Ja, deswegen muss ich mal schauen. Jetzt fertig. Das hier ist mein fertiger Look und ist so ein bisschen mehr. Wir sind nämlich von ASOS aufs Mariah Carey Konzert eingeladen worden und das Motto ist so Diva Night und deswegen yes. Das hier ist mein Outfit. Das ist auch alles von ASOS und ich trage so ein großes Hemd, was so kariert ist und da sind überall so Pailletten drauf und dann diese krassen Ohrringe. Ich fand, das war irgendwie so ein ganz cooler Stilbruch von so diesem eher lässigen und dann so ganz schicke, dramatische Ohrringe, die das nochmal so ein bisschen glamouröser aussehen lassen. Und ja, ich werde mich jetzt gleich auf den Weg machen. Ich werde die Kamera mitnehmen. Ich weiß aber nicht, wie viel ich später vloggen kann auf Konzerten. Das ist ja auch eher ein bisschen schwierig. Aber ich freue mich jetzt schon voll, weil Shanti ist auch mit dabei. Und wir werden dann sicher richtig viel Spaß haben. Yes! Red mal, mit wem ich hier bin. Ich will, ja. Wir sind gerade schon im ASOS, also Mama kommt gleich mit zum Mariah Carey Konzert. Freut uns voll. Ich schwöre aber wirklich, die einzigen Songs, die ich mitsingen kann, ist We Belong Together und One for Christmas, sonst bin ich komplett raus ja, und eigentlich. Hero könnte ich auch Hero noch geht auch noch, aber mitsingen. Hero singt sie heute nicht. Oh nein. Bin mir ziemlich sicher, ich habe mir die Playlist, ich habe mir angeguckt, was Macht sie sie singt, doch, macht sie was doch in Dänemark war, es ist eigentlich nur Christmas und We Belong Together ist dabei. Oh und One for Christmas kommt als nein. Oh, letztes. ich habe voll gehofft, dass sie Hero Ich singt. glaube nicht, aber vielleicht macht sie so Vielleicht so Überraschung. einen So, hier ist auch Shanti. In ihrem. Hier wollt ihr mal ASMR hören. Mach mal mein Kleid so rein. Auf deiner Liste. Wow. Wir haben gerade ein paar Sachen geshootet. Wir sehen voll. Sache, du siehst so richtig aus, wie ich so. Aber deins ist so chillig. Aber fancy. Ja. Das dachte ich mir auch, ich hätte so keine Lust auf so ein schickes Chat. Ziehst du das gleich zum Konzert an? Nein. Ziehst du dein Ich zieh eine anderes Hose an, ja. Outfit wieder an, okay. Aber Hast du schon ich werde erstmal noch was. Guck mal, es gibt hier so viel Glitzerzeug und ich will alles einmal, also nicht alles einmal abgewählt, aber es gibt jetzt irgendwas im Auge. Es gibt noch so ein Gold, den ich jetzt an. Ja, mach das. Okay, Modenschau mit Shanti. So sieht übrigens hier das Office aus von ASOS. Also richtig cool und das ist die Holiday Collection. Wow, Girl! Ich fühle mich wie ein Ritter. Oh mein Gott, ich habe dich noch nie in so einem krassen Outfit ja, gesehen. Ich auch nicht. Das sieht so anders aus. Rückenfrei. Ja, als Rottenbär. Krass. Ich weiß, welcher das ist. Ich habe den schon ganz oft an dir gesehen. Ich habe Shanti den Bär gesehen. Oh, es ist schwer, ja, das ist ein bisschen zu lang, ne? Aber sieht krass aus. What do you want for Christmas? An iPad. Do you think we should do the iPad thing? They're only seven. Yes. Uh-oh, they said no, you better be really good.
Hello und zurück zu einem neuen Tag. Ja, der Vlog war ein bisschen anders geplant. Er hätte schon längst online kommen sollen. Ich hätte eigentlich geplant, am Donnerstag weiter zu vloggen. Aber dann bin ich leider krank geworden. Ja, ich bin an dem Mittwoch, an dem ich gevloggt hatte, schon so mit Halsschmerzen aufgewacht. Aber habe das dann noch nicht weiter thematisiert, weil das dann eigentlich im Laufe des Tages auch wieder weggegangen ist. Und dann war ich auf dem Konzert. Und nach dem Konzert war das dann so, also die Halsschmerzen waren so extrem, dass ich irgendwie bis 4 Uhr nachts auch nicht schlafen konnte, weil das einfach so weh tat. Ich konnte nicht mehr schlucken und irgendwas, es hat einfach richtig weh getan. Und dann hatte ich auch, ging es mir auch am nächsten Tag richtig schlecht und ich hatte auch Fieber und so. Das hat dann aber wieder abgenommen irgendwann. Also ich hatte mich dann nachmittags nochmal hingelegt. Und danach ging es dann, abgesehen von den Halsschmerzen. Ja, ich war dann aber so schlau und habe mich dann die Tage nicht so wirklich geschont. Also ich war an dem Abend dann nochmal aus und an dem nächsten Tag musste ich nochmal zu einem anderen Termin. Und Samstag war ich dann wieder unterwegs und dadurch konnte sich mein Körper nicht so richtig erholen. Am Wochenende waren auch die Halsschmerzen dann relativ schwer. Also ich hatte eine Mandelentzündung. Und es war dann halt immer, also es war immer so, morgens ging es mir immer am schlimmsten und in der Nacht. Und dann im Laufe des Tages ging es dann immer besser, aber ich hatte halt irgendwie immer auch so leichtes Fieber und mein Körper tat so weh und es war sehr, sehr nervig. Deswegen konnte ich jetzt auch die letzte Woche nicht vloggen. Und Mittwoch war es dann auch dann so schlimm, dass ich ins Krankenhaus musste. Das hatte ich auf Instagram euch dann erzählt, weil ich mich einfach die Tage kaum gemeldet habe und ich euch einfach sagen wollte, so was los ist. Und der Grund, da haben mich viele gefragt, warum ich wieder im Krankenhaus bin. Das war, weil ich dann Mittwoch morgens mich dann direkt übergeben habe und ganz, ganz starkes Fieber hatte. Und bei mir ist es ja jetzt zur Zeit so, ich nehme ja diese Cortison-Tabletten wegen meiner OP. An der Hypophyse muss ich die jetzt die nächsten Monate noch nehmen. Und Cortison ist ja dieses Stresshormon, was der Körper normalerweise selbst produziert. Und ich muss das jetzt halt als Tablettenform zurzeit einnehmen, weil nicht gewährleistet ist, dass mein Körper das alleine hinkriegt, sage ich mal. Und in solchen Situationen ist es dann halt besonders gefährlich, weil ich das ja als Tablettenform einnehme. Und wenn ich dann auch erbreche oder, keine Ahnung, Durchfall oder alles mögliche haben und dann noch so starkes Fieber, dann ist das halt zu viel für meinen Körper. Und da musste ich halt in die Notaufnahme und die mussten mir das dann halt per Infusion, geben. Und das war, es war nicht so schön. Also mir ging es wirklich richtig, richtig, richtig schlecht. Ich glaube, also mein Fieber war dann auch irgendwann bei über 40 Grad. Als wir dann im Krankenhaus irgendwann angekommen sind. Aber es ist dann Gott sei Dank auch sehr schnell dann irgendwann runtergegangen, nachdem ich dann die Infusion bekommen habe. Und dann ging es mir auch eigentlich wieder ganz gut, aber die wollten mich dann länger da behalten, weil die Entzündungswerte in meinem Körper halt so hoch waren und die wissen wollten, von wo das kommt. Sie waren sich halt nicht sicher, ob das jetzt einfach von dieser Erkältung kommt, ne? Bitte? Wir waren sich nicht sicher, ob das einfach von diesem Infekt kommt, den ich hatte, oder ob das vielleicht... Ja, die hatten mehrere Ideen, wo die Entzündung herkommen könnte. Man hat einen Entzündungswert im Blut gefunden, der erhöht war. Und dann hat man sich gefragt, kommt das aus dem Hals oder kommt das vielleicht aus der Blase? Da hat man dann noch eine Urinprobe genommen. Ja, oder die Lungen und Nieren haben die dann auch untersucht bei mir. Und ich musste dann halt, also ich war dann 2 Tage im Krankenhaus, es war halt einfach nicht so geplant, weil wir dachten halt, ich krieg die Infusion und dann geht's mir besser, wir können wieder gehen. Aber ist dann halt doch anders gekommen. Ich hab einfach Krankenhäuser satt mittlerweile. Also es waren zwar nur 2 Tage, aber diese 2 Tage kamen mir dann so lang vor, weil ich will einfach nur noch gesund werden. Mittlerweile geht es mir wieder so ein bisschen besser. Also mein Hals ist noch nicht ganz wieder fit und meine Nase ist noch ein bisschen verschnupft. Aber
mit dem Fieber war das auf jeden Fall die letzten Tage wieder ganz gut. Und ja, das ist auf jeden Fall erleichternd, weil es ist einfach so, so belastend irgendwie, weil mir ging es ja wieder gut und ich habe gerade wieder angefangen, also so ein, zwei Tage war ich wieder so in meiner Routine drin und dann hat mich das wieder jetzt komplett rausgerissen und das macht mich einfach so verrückt, weil ich einfach so viel zu tun habe und ich jetzt einfach wieder eine ganze Woche nichts geschafft habe und das ist einfach so nervig. Ja, auch wenn der Vlog jetzt, der eine Tag jetzt schon so länger liegt, dachte ich mir, vielleicht interessiert es euch trotzdem, deswegen wollte ich noch so ein paar Abschlussworte drehen. Und ich hoffe jetzt einfach, dass ich mich jetzt die nächste Woche noch gut erhole und dass ich dann spätestens zu den Weihnachtstagen wieder fit bin. Das ist wirklich das Einzige, was ich mir noch wünsche. Und Leute, ich hoffe, ihr seid alle gesund, weil Gesundheit ist einfach das Wichtigste. Und vor allem jetzt zu dieser Zeit, wo es so viel um Geschenke und so geht, sollte man das nicht vergessen. Also passt auf euch auf und ja, ich werde jetzt den Vlog an dieser Stelle beenden, aber vielleicht noch später ein bisschen weiter vloggen, das wird dann in dem nächsten Vlog zu sehen sein. Und ja, ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen, also der erste Teil. Dann würde ich sagen, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Vlog wieder. Bye!